Ihr könnt tatsächlich die Schallgeschwindigkeit mit eurem Smartphone messen. Hey Leute, hier ist Sebastian und ich habe heute unseren Doktoranden Simon dabei. Hi. Und ich werde dieses Video kurz halten, denn dieses Experiment zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit ist recht simpel. Wenn ihr zu zweit arbeitet in einer ruhigen Umgebung, braucht ihr lediglich zwei Smartphones und ein Maßband. Auf beiden Smartphones muss VFox installiert sein, welches ihr kostenlos auf vfox.org findet. Öffnet auf beiden Geräten die akustische Stoppuhr und startet die Messung. Erhöht nun die Schwelle, bis die Stoppuhr nicht mehr durch Hintergrundgeräusche ausgelöst wird. Dann platziert eure Handys in einem Abstand von ein paar Metern und messt die Entfernung. Jeder von euch sollte die Stoppuhr resetten und dann müsst ihr einfach nur nacheinander klatschen. Beim ersten Klatschen löst der Schall beide Stoppuhren aus. Die nahe startet zuerst und die zweite mit einer Verzögerung, die sich aus der Entfernung geteilt durch die Schallgeschwindigkeit ergibt. Beim zweiten Klatschen ist es umgekehrt. Nun stoppt die andere Uhr sofort und die erste stoppt erst mit der gleichen Verzögerung. Damit ist der gemessene Zeitunterschied zweimal diese Verzögerung und ihr könnt die Schallgeschwindigkeit einfach berechnen. Zweimal die Entfernung geteilt durch die Differenz der gemessenen Zeiten. Das war es auch schon bei diesem Experiment. Wir haben 370 Meter pro Sekunde raus. Ist ein bisschen viel, aber es ist halt auch ein einfaches Experiment. Jetzt dürft ihr es ausprobieren. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald im nächsten Video.